Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück bei Madden NFL 24 Ultimate Team. Jawohl, wir haben 4 ungeöffnete Päckchen. Wir haben noch 319.000 übrig. Ich habe über Nacht, über den ganzen Samstag verteilt, ein bisschen rumgespielt, ein bisschen rumgearbeitet, bis um Sonntag um 4 Uhr, dass wir hier diese Folge zusammenkriegen. Wir haben ihn. Wir haben Manti T.O. Es war heftiges Umgetrade und Getausche, bis wir ihn hatten. Aber wir haben generell auch eine komplett neue Mannschaft. Deswegen würde ich sagen, fangen wir uns erstmal in diesem Max Fantasy Pack an. Schauen wir mal, was da drin ist. Haben wir doch Level abbekommen. Wie gesagt, wir haben Level 10. Oh, viel schlechter wird es hier heute auch nicht mehr. Ein Headliner um 74. Nice. Nicht unbedingt das, was wir haben wollen. Ich bin jetzt ausnahmsweise mal böse, weil ein bisschen Training ist es dann halt doch. 64 Training, okay, das. Ich wollte gerade sagen, was ist mehr wert? 2000 auf 4000. Unfassbar, dass die tatsächlich so viel wert sind teilweise. Letztes Jahr haben wir alles schnell verkauft, teilweise reingehauen. So, dann müssen wir wirklich mal schauen, was wir machen können mit unserer Mannschaft. Wir kriegen auch noch zwei weitere Spieler hinzu, zu Manti T.O. Da bin ich auch sehr gespannt, was ihr da sagt. Und ich bin gespannt, wie es am Freitag dann wieder natürlich beim Online-Game aussieht. Werden wir halt nicht ständig wieder beim Madden rausfliegen. Das ist doch scheiße. Es ist so nervig, wie das hatten wir es bisher, glaube ich, noch nie. Boah, Junge, 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 Junge. Sorry, aber da kriege ich echt einen Hals. Weil das ist so unnötig. Das ist so unnötig. Genau, so, dann haben wir noch einen Auction. Weg mit dir, so. Ist es schön, dass sie sich direkt verkaufen. Schön und gut, aber Halleluja, ist es nervig, was hier gerade passiert. So, Rewards, skip to end, interessiert mich nicht. Wir wollen zurück zu unserem Päckchen. Unopened Packs. Gold Fantasy Pack. Machen wir erstmal das Campus Heroes Gold Fantasy Pack, weil da sind vermutlich eure Spiele drin, die wir nicht brauchen. Wir dürfen einen auswählen. 79 Jordan McFadden. Keith Smith. Das ist ein 79er, also das ist Fakt. Problem ist, wir brauchen ihn halt nicht. Ganz einfach. Es tut mir wirklich richtig leid, aber er bringt halt 5000 ein, das ist halt nicht schlecht. 4000 machen wir mal 5500, dann sind wir ein bisschen unter Marktwert. So, weg mit ihm. Dann haben wir die Heroes RG3 Exchange Token. Also entweder 79 oder wir kriegen den Token jetzt, glaube ich. Genau. Helmet Sticker oder Token. Den haben wir schon, also nehmen wir den Helmet-Sticker.
So, und hier haben wir Chaos Heroes, Manti, Teal. 88. Nice. Field General. So. Die müssen wir uns natürlich in die Mannschaft einbauen. Hab da natürlich schon einen Plan. Wir werden heute auch noch die Legends Challenges machen. Genau. Limited Time 2018 Prime Elite Legends. Würde mich jetzt interessieren, was der kostet. Einmal 85 Legends Player und viermal 82 plus. Okay, interessant. Das ist interessant. Aber okay. So. Yay, 3600 Münzen. Hallo. Danke. Lineup. Ihr seht schon, ich habe komplett umgebaut. Frank Ragnow, Robert Hunt, Trey Smith, Lyle Collins, Trevon Jenkins, Orlando Brown, Ben Powers. Wir haben hier Jefferson Chatters, Ikem Ekwonu haben wir drin, Devin Hester oder Beckham. Wir haben Joe Mixon da hinten, Robert Griffin müssen wir gleich updaten, Franco Harris, Sando Horvath ist gleich geblieben und da hinten haben wir noch Adam Thielen. Ganz einfach aus dem Grund, wir möchten hier, oder ich wollte hier, dass wir mindestens 6 von 10 haben, eigentlich bis auf die Lions, das haben wir nicht hingekriegt. Chargers haben aktuell 4 von 5, das ändert sich aber gleich, keine Angst. Genau, dann haben wir hier noch so ein paar Spieler, die ein bisschen out of order sind aktuell. Isaiah Likely, Tight End. Ja, ich habe uns Hunter Henry geholt. Ging ja halt einfach auch um den Runblock. Also wir, stopp, das war die falsche Taste. Wenn ich hier Compare mache, Hunter Henry ist in allen Punkten besser. Und wir brauchen jemanden wie Hunter Henry, der uns den Weg freiräumt. Deswegen war das eine ganz einfache Entscheidung. So, Robert Griffin, der dritte, den müssen wir jetzt erstmal upgraden mit Items. Und der hat so ein schönes Ding gehabt. Wir haben 2 Helmet-Sticker schon, von diesen 4, die wir brauchen. Der hat so ein schönes Ding für 2 AP. Stronger Pass Blocking from all Offensive Linemen. Das ist genau das, was wir brauchen fürs Passspiel. Trust natürlich Rush for Fournier, kann Fumble as a result of a tackle. Supreme, würde ich sagen. Das ist wirklich Supreme. Hat jetzt 83 tatsächlich. Ist somit leider noch nicht besser als Bryce Young, glaube ich. Gleich stark. Throw Power ist gleich stark. Ja, ist 2-2 tatsächlich. Ja, wir wollen sowieso die weiteren Helmet-Sticker noch erspielen. Und damit würde er hochgehen auf 87. Und 87 ist dann schon ein Rating, wo ich sage, das ist schon ganz nice. Genau, wir haben, wie gesagt, ich habe hier umgebaut dafür, dass wir hier diese Tiers voll kriegen. Ein paar Spieler haben natürlich noch drin, die wir nicht haben. Und was das Gute ist, wir können dementsprechend, falls wir mal noch Karten dazu kriegen, manche Karten wieder rausnehmen. Das ist nämlich auch nicht schlecht, wenn man das mal kann. Genau, so, Defense. Da haben wir als erstes mal The Man, The Myth, Manti T.O. Und Manti T.O. ist einer von denen, die hier auch einen Superstar-Faktor kriegen. Campus Heroes, Saints und er hat auch mal den Bears gespielt. Das ist sehr hilfreich. LOLB, ROLB würde noch gehen. Aber was ich mit ihm machen will eigentlich... Reinforcement. Und ihm die Avalanche geben. So, dann müssen wir mal schauen, was sie hier noch hat. Spinner. Lumberjack. Und hast sogar noch ein zweites Ding hier. Ah, da hat alles 2 AP, das ist natürlich. Das ist natürlich doof. Okay, aber wir haben ihm hier schon mal was gegeben. Und dann haben wir noch eine Position, auf der wir uns verstärken können. Und zwar haben wir, jawohl, JC Jackson.
Darauf freue ich mich auch sehr. genau, damit haben wir richtig starke Chargers Defense oder Führung in der Defense. Wir haben hier Sam Hubbard, wir haben hinten Deshaun Elliott, wir haben TJ Edwards, also wir haben uns auf den Positionen versteckt, wo wir wirklich unfassbar schlecht waren. Defensive Tackle DJ Reader von den Bengals. Also wir haben eine ziemliche Bengals D-Line eigentlich. Ja, RE brauchen wir noch Verstärkung und LOLB brauchen wir noch Verstärkung. Aber wie gesagt, da haben wir jetzt zum Glück hier die Möglichkeit, dass wir notfalls noch ein paar Spiele austauschen, bis auf die Lions. Eric Berry, 86, ich habe alle anderen Captains rausgeschmissen, habe ihm die 86 gegeben. Müssen wir schauen, wie er sich entwickelt. Jetzt würde ich erstmal sagen, aktivieren wir wie immer unsere Shifts. Einmal aktivieren bitte, zweimal aktivieren bitte. Dreimal aktivieren. Genau. Genau. So. Dann gehen wir mal kurz aus der Mannschaftsaufstellung raus und gehen wieder rein. Und wer ist die mit hiermit gespeichert und wird nicht direkt wieder irgendwas geändert? Das ist sehr praktisch, wenn man das mal weiß. Hallo? Mei. Lineup. So. Defense, genau. Was mich jetzt gerade wundert, ist, dass das heißt, dass wir auf manchen Positionen noch für stärkere Spieler stehen haben. Ah, es haben sich ein paar nicht verkauft. Okay, müssen wir nachher nochmal durchgehen und einfach raushauen, wie wir das noch drin haben. Kriegen wir natürlich nochmal ein paar Coins zurück, das ist auch nicht schlecht. Jefferson Chatters, Eric Berry, Zach Thomas, Sub LB. Eric Berry Nummer 2 und Zach Thomas. Raus, da kommen Manti T.O. dafür rein. Die passen alle, da habe ich mich schon drum gekümmert. Mixen. Watson und Ramsey passt natürlich auch nicht. Das ist dann Jackson und Watson. Strategy, Visuals, da ändert sich dann nichts mehr. Sehr, sehr schön. Natürlich hat sich jetzt hier wieder alles geändert. War ja klar. War ja klar. So. Haben wir es wieder alles. Sehr schön. Offensiv hat sich nichts geändert. Das ist gut. 6 von 6. Jawohl. So, My Items. Da müssen wir jetzt durchgehen. Da versteckt sich irgendwo ein 83er, der war auch unten 84er. Jonathan Taylor hat sich auch nicht verkaufen lassen. Okay, Jamal Adams auch nicht. Da kriegen wir sowieso noch einen Haufen Coins raus. Halleluja. Pam! so viel zum Trading. Ja, da haben wir jetzt ordentlich was gemacht. 661.000 haben wir wieder übrig. Das heißt, ja, jetzt können wir mal schauen, wie es hier weitergeht. Manti T.O. Hammer, JC Jackson Hammer. Ich würde sagen, wir springen rüber. Lineup. High over can be added to your lineup und special teams. Okay, und wo? Ah, wir haben Brian Enger noch. Ja gut, den können wir verkaufen. Den können wir verkaufen. Aber den brauchen wir nicht, wie gesagt. Und sonst haben wir eigentlich keinen mehr. Mal Items können wir nochmal versuchen zu verkaufen. Brian Enger, weil der würde uns sonst nur Ding bringen. 81. Machen wir mal 10.000 auf 14,57. Jawohl. So, und damit sollte das Higher Overall verschwinden. Genau, dann würde ich sagen, springen wir rein in die Challenges und dann schauen wir mal, was uns da erwartet heute bei den Legends. So, dann werden wir gleich mal bei den Headliners reingeworfen. Das ist natürlich nicht das, wo wir hinwollen. Campus Heroes Campus Tour, AK und die Legends. Wir wollen zu den Legends Week 2. Da fehlt uns immer noch das finale Spiel. Aber da kriegen wir eigentlich keinen Token mehr raus. Jetzt muss ich gerade schauen, wir haben hier, waren das nur 5 Legenden? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bauer?
haben wir denn nur 7 Legend Token? Das verstehe ich nicht ganz. Normal müssten wir hier noch 2 mehr bekommen haben. Aber okay, Week 3. Wir haben hier 6 Challenges zu machen. Also, Shannon Hub scored passing touchdown in 6th place. Bryce Young sollte das, glaube ich, locker schaffen. Ich glaube nicht, dass das für Bryce Young ein Problem darstellt. Vor allem mit der neuen Offensive Line sollte es wirklich machbar sein. Nash Spot. Ja, gegen die Los Angeles Chargers. Natürlich gegen uns. Bryce Young, toller Pass auf Jefferson Jetters. Der ist up and away. Zum Touchdown. Score touching, passing touchdown in 5 plays. Interessanter werden. New Catch and Run, jawohl. Jet das mit dem Touchdown. Easy going. Score a passing Touchdown in 4 plays. Jetzt gegen die. Vorerst noch gegen die Chargers, dann gegen die Raiders und jetzt gegen die Chiefs. Schauen wir mal. Bin schon richtig gehypt. Nächsten Sonntag geht's wieder los. Das wird richtig, richtig nice. So. Nice. Challenge Nummer 1 abgeschlossen. Complete any of the following. Get a sack this drive. Don't allow first down this drive. Okay. Gegen die Dolphins. Bruce Smith, ja, Dolphins und so, ne? Ist gut. Wir waren das denn, der so rausreißt, Alter. Der war richtig stark. Tio! Ja, nice. Manti Tio. Das ist ein First Down, also schlecht. Doch mal den Sack und den Fumble und Challenge complete. Weiß gar nicht, wer jetzt das gerade war. View Postgame Summary. Bruce Smith. Ist das da?
Yep. Da flattert Mantity auch rein, ohne ein schlechtes Gewissen. Da flattert er rein, ohne ein schlechtes Gewissen. Finish Game. So. Nächste Challenge. Wie willst du denn steigern? Sind jetzt keine 5 Yards mehr. Dreizehntausend, 5000 Coins, Legend Token Pack. Okay. Bruce Smith, second challenge. Don't allow more than 30 yards in the second quarter. Oha. Get a sack in the second quarter. Okay, sack und das Ding ist vorbei. Das war so nicht ganz geplant. Sagen, kann man Quarterback Contain weggenommen. Bin ich gar kein Fan von. Boah, Jesse Bates, Alter. Jetzt haben sie es aber, du. Mit dem Aushebeln, oder? Das ist ja krass. Und zuletzt. Dann nehmen wir Cover Contain. Hier ist er. Ich muss unbedingt vor dem Online-Spiel. Vor dem Online-Spiel muss ich noch mal. Verdammt. Da ist der Sack, da ist der Fumble, wir haben den Ball. Challenge bestanden. Muss ich noch mal durchgehen, gerade für die Offensivspielzüge. Dass mir das echt mal zurecht liegt, was wir da haben wollen, was wir brauchen. Don't allow more than 6 points in the third quarter. Get a sack in the third quarter. Okay. Also man merkt schon, zumindest MLB 1 ist sehr, sehr wichtig, je nachdem, was er spielt. Ja, und dann diesen Sub-LB noch. Was bei uns meistens Eric Berry ist. Mandy Tiro. Gut gemacht. Keine Chance für Jones. Eric Berry, der nächste. Schafft er sich mit 2 Yards. Mantitio. Sprintet der da durch, Alter. Brutal. Brutal. Alter, mit dem macht's ja richtig Bock. Da merkt man halt noch den Unterschied zu Zach Thomas. Und nichts gegen Thomas, aber in dem Fall merkt man es halt. So, Rewards. 1500 Coins, Playmaker Pack, 3000 Coins, okay. Mach heute ein bisschen Cash gut. Wir haben jetzt eh genug Cash. Also, wir haben, wie gesagt, wir haben noch 4000 pro Woche. Legend W Fantasy Pack, ja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber das sind die Spiele, wo ich mir mal anschauen muss für die Sterne.
Genau, dann würde ich sagen, let's call it a Folge. 21 Minuten ist eine gute Folgenlänge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, sagt Ciao mit V und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Die machen wir am Samstag auf. Bis dahin, Ciao mit V, bleibt gesund. Wir sehen uns.